erstmal wieder heiß rubbeln. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Race 07, die WM. Hallo. Viertes Rennen, 10. Versuch. Mit mir der Kenny. Hallo. Der Jake. Hallo, ihr Oschis. Und der Joker. Bist du sicher, dass der 10. Versuch ist? Hallo. Ich hab 11 Finger. Oschersleben. Wir sehen den Kenny. Hallo. Viertes Rennen in Oschersleben steht am Programm. Wir machen es wieder wie üblich. Zuerst das Qualifying, geht dann eine schnelle Runde oder auch nicht so schnelle beim Kenny. Und dann das Rennen. Wie sie alle lachen bei Bahn. Ich fand ihn gut. Der Einzige. Wir machen ein Picknick. Oh, Hammer. Hammer ein Picknick. Der groß, das große Picknick von Oschers Leben. Ich kann eine Stunde lang. Schnauze! Ich kann ja mal kurz derzeit den Fahrerwertungszwischenstand durchgeben. Jake führt mit 22 Punkten, vorm Joker mit 18 Punkten. Jörg Müller hat 15 Punkte, Farfus 14 Punkte, Prieux 8 Punkte, Valvo auf der 9 mit 5 Punkten und Kenny. Ja. Der fährt Amit, hallo. Hat teilgenommen. Ich bin der Kenny. Gib eine Urkunde. Nein, au, eingeschlagen, aua. Doch nicht. Ich hab mich so gefreut, dass ich dabei bin, hallo. Ich bin's der Kenny. Bin ich nicht mit zu viel Schwung in diese Kurve gefahren. Der Energy Kenny. Kenergy. Das hättest du ausprobieren können. Kenergy Games. Das ist ein cooler Stream. Name. Neue Streamnamen für Kenny. Halt die Fresse. Wer auch hätte auch gepasst. Halt die Fresse. Halt die Fresse Gaming. Sonst auch die Fresse. Halt die Fresse Gaming. Twitch.tv/halt die Fresse. So, aber jetzt Ruhe. Jetzt zählt's für Kenny. Jetzt wird er hier eine Zeit aufs Asphalt brettern. Ich bretter mir was in meinen Buchsen. Erster Sektor sieht neu aus. Ja, bin ich nur eine Sekunde hinten dran, oder was? Nee, 2/10. Da geht was. Ist ein bisschen Qualm. Das ist Qualm, Kenny. Das sind meine Socken. Ach so. Schikane, Gott, 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 Gott. Jetzt kommt die lange Gerade und dann kommt die Schikane des Todes. Schreck dich jetzt nicht, aber der Beißel ist auf der Strecke. Oje. Grüße. Die Puppe. Wie fahr ich weit an? Oh Gott! Ja, aber so kurz natürlich auch. Gesehen. Mal kurz Box, fick einfach. Doch die Henne, Mann! Ach, fick dich. Cooler erster Sektor. Das war's doch schon, ne? Ja. 18. Platz, ja! Okay, der verschanzt sich erstmal in den Reifenstart. Nix wie weg. So eine lauernde Katze, die gleich mit ihrem Heck so ein bisschen. Ich, das wilde Kenny. Das ist wieder unterwegs. Welche Katze macht mit ihrem Heck? Das geht eine Katze ab für dein Leben. Eine Joke-Hat. Das bringt auch gut los hier. Oh, da kommen Autos. Volvo, das ist aber nicht Dirt Rally, gell? Komm dann nach Hause, da mag niemand mit dir spülen. Ach, fahren, die kommen ja noch 1000 andere. Da, wo du fährst, nicht. Ich sag mal, weil wo der Asphalt ist, grau-schwarz. Halt die Fräse. Halt die Fräse. Wobei, wir jetzt fahr doch mal, ey. Jo. Komm immer andere raus, das ist ja schon auf. Dann kommen immer wieder welche nach. Larini momentan auf der, ja, auf dem ersten Platz. Vor dem Michi Beißler, was geht denn da ab? Wir müssen neu starten.
war Johnny leider nicht der Alter, da ist er über den Korb geflogen, ey. Michi! Mein Gott, jetzt fahr doch mal, ey. Kann man sich nicht der Beißler blinkt ihn schon an. Keine Landspiele verfügbar. Beeil dich, Takini, du Mutter. So. Und für was, dass er gleich in der ersten Kurve in den Reifenstapel wächst, weißt du? Reifenstapel? Ja, schön ausflippen, ey. Also beim ersten Versuch eben hat er es nicht gemacht. War auch gefaked. Photoshop. Ich muss doch die Mutti mal in Schutz nehmen. Danke. Bitte. Da sind wir noch Mutti-Schutz. Jetzt geht's für Valvo. Du bist mir die wurscht. Was? Ist mir wurscht. Was ist meine Reifenspur noch? Deine Spuren im Sand. Hast du gerade gemacht. Hab ich gerade dazu gemacht. Aber ging ja noch ganz gut. Auch da rumzublinken, ey. Blink, blink. Er will doch abbiegen. Ach so. Euro Truck Race. Ein Drittel im ersten Sektor. Das sieht auch noch ganz manierlich aus. Das soll aber ein bisschen schnell aussehen. Ne? Ja, ist aber in Ordnung, wer da jetzt rumkam. Kriegt auf jeden Fall. Ich rufe jetzt. Wir analysieren das mal alles im Analyse-Tool. Live-Analyse-Tool? Jetzt knallt der hier wieder. Oh, Alter! Ja, beim Beißler wird es da schon wieder eine Strafe geben. Bei uns natürlich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das hat sehr gut ausgesehen und. Ja. Im zweiten Sektor der absolut schnellste bisher. Labert mich nicht voll! Ganz klar im Rückstand. Ganz cool bleiben. Es ist nur noch die letzte Kurve, die du verkacken kannst, weil wo die jetzt. Oh Gott! Boah, Alter! Boah! Zieh mal! Ich hab noch das kleinste Übel rausgemacht. Wollte aber noch Richtung Top 10 reichen. Zieh, komm, ab! Starke Zeit auf jeden Fall. Platz 10, ja. Platz 10. Vorab 8. So hab ich mir das eigentlich vorgestellt gehabt bei dir. So, dann geht's jetzt ab zum Joker, der jetzt hier aus der Box zuckert. Und jetzt kommt gleich wieder die Stunde der Wahrheit. Ist der Box zuckert. Werden wir diese Runde jetzt endlich mal ganz sehen? Das ist die Frage aller Fragen. Joker, hallo! Ja, hallo. Die Frage ist halt wirklich, war es wirklich Shadowplay oder war es Racing 7? Weshalb man ständig runtergefahren hat. Ich meine, wir wären schon ein kleines Stückchen weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir waren auch schon mal in einem Rennen, also. Warte. Ich bin auch schon mal eins beendet. Freue mich schon drauf, wenn Jake dann über die Ziellinie fährt und es abkackt. Und wir noch nicht. Hörst du wohl auf, den Teufel an die Wand zu machen? Der kann doch gar nicht gleich los. Monster Energy. Ach nee, ich hab einen Rockstar hier. Du hast einen Rock. Das erklärt einiges. Gleich wieder da. Na, pro Rock. Eine Blase wie ein Mädchen hat sie. RS. Sie, wir, ihr. Oh Gott, jetzt kommt's. Rockstar. Boah, Alter, Falter. Da gehen auch sofort die Lichter an. Bevor sie viel mehr rausgehen. Dum, dum, dum. Dum, dum, da. Joker, die letzte Kurve. Gut geübt. Ah, okay, so halb gut geübt. Und jetzt geht's auf seine schnelle Runde. Na, das wird keine schnelle. Das werden wir dann am Ende sehen. Bitte sei schneller als Valvo. Jedenfalls trägt er die Startnummer 1, der Joker. Bei mir trägt er die 55. Ja, ich habe auch den Mod nicht drin. Letzte Kurve vorsichtig angefahren. Aber gut erwischt. Es waren übrigens Gerüchte. Nein, Entschuldigung. Lass es raus. Es waren übrigens Gerüchte die Runde, dass Sander Boomer Joker ist. Bam, bam, bam. Ah ja. Er ist mir neu. Oder ist Joker der Sander Boomer? Wir werden es nie erfahren, weil keiner ein Interview hier macht.
Hast du die Anweisung verstanden? Joker fährt diese Schikane etwas anders, während Valvo da eher so den Turbo-Boost benutzt. Ja, es ist gerade mehrmals so gelupft. Im Ausgang, glaube ich, ist da doch ein bisschen Flux durch. Joker hat die Feuerstein-Methode benutzt. Ja, badabadu! Ungefähr denselben Abstand wie Kenny im zweiten Sektor. Na, super. Hey! Was denn? Was habe ich denn gesagt? Ich habe nur gesagt, ungefähr denselben... Der Kommentar von Joker. Na super. So. Oh, ist das nicht eine schlechte Zeit? Eine schlechte Zeit. Eine schlechte Scheiße, yeah. Glückwunsch. Oh, danke. Und jetzt haben wir noch den Jake. Bei mir mit dem verkackt? BMW von Eddie Prio. Ach, ich bin irgendwie ziemlich langsam gewesen. Die Schikane, die du überflogen hast, da ist eher... nicht ganz so zügig durchgefahren. Das scheint wohl das Rezept hier zu sein. Aber ja, ist halt überhaupt nicht meine Strecke, ja, also. Ich mag Oschers Leberräume überhaupt nicht, ey. Da kotzt mich jetzt schon mehr an als Barcelona. Das will echt was heißen, ey. Ich kenne die gar nicht wirklich. Ich kenne Oschers Leben auch nicht, aber allein weil ich sie schon so oft gefahren und ich sie so oft schon verkackt habe, geht's mir tierisch auf die Nüsse, ey. Jetzt, nachdem wir jetzt einen Monat nicht aufgenommen haben, hab jetzt absolut keine Ahnung, wie das mit den Einstellungen hier war. Ja, vor allem, das fühlt sich auch mega komisch an. Ich bin ganz so American. Wenn ich was gefahren bin, American Truck oder Euro Truck Simulator, ey. Jetzt fährst du wieder mal so ein Renner oder das ist auch so. Stimmt, diese Einstellungen. Die Gerüchte machen die Runde, dass der BMW nächstes Jahr mit anderen Reifen fahren wird. Und zwar werden sie aus Stein sein. Also, ich habe gehört, dass der BMW ab sofort ein Mercedes ist. Das Penis Gerner TV. Und der Fahrer heißt Nico Hamilton. Also bayerischer Mercedes Wagen. Ja. Oder wo ist mein Vibe? Da fahrt er gleich raus. Aber er hat sie noch gut bekommen. Hat sie noch gut bekommen. Ja, jetzt schauen wir mal, was wird der Jake hier raushauen? Natürlich wird zur Überraschung aller Platz 1. Gratuliere. Sag ich jetzt schon mal. Ja, er fährt die Schikane auf jeden Fall ganz anders als wir drei anderen. Oh, komm da raus. Da war das Look nicht auf seiner Seite, wie es hinten auf seinem Heck steht. Da wir dann nur 2 Sekunden Vorsprung haben vor uns. Ja. Ein bisschen Rückstand. Das Look. She's got the look. The car had the look. The look of love. Ja. Jake hier auf jeden Fall in einer starken Runde. Er ist in dem BMW auch durch die Schikane fliegen. Oh, kommt wieder weit raus. Dann sind es nur 35 Sekunden Vorsprung. Oh, ist das schlecht. Ist das bitter. Du ist aber hinten in der Zwischenzeit. 2 Zehntel. Ganz angestrengt, er sagt gar nichts. Oh. Alter. Selbe Linie wie letzte Runde. Das könnte vielleicht nochmal ein bisschen was gebracht haben. Und jetzt fliegt er auf Start und zählt zu. Ja. Und es ist die Pole. Wenn jetzt noch rauskommt. Überraschung, Jake. Gratuliere, Jake. Glückwunsch. Danke, das war aber ein Kampf. Also ich habe mich echt angestrengt. Ja, wir haben dich auch die ganze Zeit voll gelabert. Freut mich, mega unfair, ey. Freut mich, dass du dich angestrengt hast. Nicht so, ach, war voll easy. Nee, ich habe das Auto einmal fast verloren. Also das war nicht schön. Aber du hättest es bestimmt wieder gefunden im Sand oder in der Wiese. Ja, das kann schon sein. Alter, die Startaufstellung irritiert mich ein bisschen. Jake von der 1, Larini auf der 2, Beißel auf der 3, Fahrfuß 4, Schielemanns 5, Prio 6, Müller 7. 1008, Menü 9, Huff auf der 10, Valvo auf der 13, Joker auf der 17 und Kenny ist auch mit dabei. Der Schlüpper Johnny auf der 15, Nummer nachgereicht. Ja, stimmt, der Schlüpper Johnny, der war auch dabei. Ja, dann würden wir sagen, mal weiter, wa? Jetzt müssen wir erstmal wieder unsere Boxen-Sachen hier einstellen. Sitzungsinfo. Ach,
ja. Fuck. Trocken. Da ist ja nichts mehr drin. Trocken, das ist gut. Oschi-Lehm. Fahrzeug-Setup. Volltanken. Und bei Boxenmenü. Ja, mal schauen. Deaktivieren, deaktivieren, deaktivieren. Jetzt muss das alte hier flink gehen. Flinke, 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 flinke. So, erstellen. Warte auf drei Spieler des Starterfeldes. Nee, wir können loslegen. Die braucht doch keiner. So. Erster Platz. Und dann machen wir mal noch. Ich sehe den Schlüpper. Ich sehe den Schlüpper. Gut, die sind aktiviert. Und Fahrzeug-Setup. 40 Sekunden habt ihr noch? Ja. Der Platz vom Joker ist noch leer. Generell nicht der beste Starter. Ich glaube, es wird schön in der ersten Kurve. 30 Sekunden. Schon 0,1 Liter Benzin okay. verbraucht. Jetzt geht meine Strategie nicht mehr auf. Stimmt, die erste Runde könnte lustig werden, die erste Kurve. Los geht's. Viel Glück, Leute, viel Jungs. Spaß, viel Glück, viel Erfolg. Oh Gott. Ich bin den Start schon verschlafen. Ich auch. Larini hat direkt sofort die Führung übernommen. Der ist ja losgefahren wie eine Rakete. Eine Rakete fährt? Da sehe ich den Kenny rechts neben mir. Oh, das wird hier so eng. Alter. Ja, ich bin kurz der Strecke verbahnt. Leck mich doch. Also Vorsicht bei der ersten Kurve. Oh! Du Kenny. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, dann hast du mehr. Tschüss, Beißler. Okay, Valbo scheint sich vorzuarbeiten. Ja, Beißler war auf 4, als ich das letzte Mal nach hinten geguckt habe. Tschüss, Fahrfuß. Aber wie gesagt, Vorsicht nach Larini. Der Langgeraden bei der Schikane da. Oh, ho, ho. Oh, Valbo im Aus. Damn. Also man kann sie ein bisschen schneller fahren, aber da muss man echt aufpassen. Dass man sie nicht zu weit außen anfährt. Also Jake auf der 1, ich bin dabei auf der 4. Wo seid ihr? 12 und 13. Ein Paarflug. Kenny schön noch vorgekommen. Guten Start gehabt, oder? Na, es geht so. Dadurch, dass... Wer war denn hinter Joe-Kölle? Ich weiß nicht, irgendwer musste auf jeden Fall mal hart rüberziehen. Hat das dann ein bisschen für Chaos gesorgt. Oh Gott, ich bin jetzt in... Oh, scheiße. Joe-Kölle, hab ich dich erwischt? Nee. Hast du eine Verwarnung bekommen? Ja. Mhm. Ja, aber da habe ich auch wirklich abgekürzt. Da bin ich halt quer durch die Schikane gebrezelt, ey. Das war schon... Aber da muss man aufpassen, sobald man da links an, über den Rand scheint... Oh Gott. Fährt, kann man schon eine Abkürzung bekommen. So, Larini, dasselbe nochmal. Boah, Alter! Boah, da werde ich gefickt! Aua! Und wer hinter mir hat versucht, mich zu begatten? Wir sind doch kein Begattungsinstitut. Der war nicht schlecht. Jakes Boxenfunk geht an. Da verbremst er sich gleich. Oh Gott. Oh oh, Jokerle. Ja, das fahr vorbei. Ist das an der Tür? Wow, mein Skype ist wieder voll leise, mega geil. Das ist nicht gut. Jake, ist das an der Tür? Nee, das ist mein Telefon. Oh oh. Kenny!
Musst du, sollen wir unterbrechen? Alles soll stehen bleiben? Oder geht's? Hey, alles gut. Oh Gott! Oh fuck it! Oh fuck! Oh. Ja, da ist aber jemand ziemlich neben der Strecke. Hast du mich gesehen, Jake? Mhm. Fahrfuß, du dumme Sau. Oh! Boah, das ist so assi, wenn man neben die Strecke kommt und da abbremst. Fuck. Ach, dammit, ey. Wieso verkacke ich's denn wieder so? Ich bin auch wieder zurückgefahren auf die 17 inzwischen. Weg, Fahrfuß. Die Chance war da, als es beim Check geklingelt hat. Klinge doch nochmal! Meine Fresse her! 10. Platsch! Gott, wie haben wir jetzt mit den Boxeneinstellungen ob der ab? Ich frage mich auch gerade, welche Dings war das? Ah, okay. Hast du's? Bei mir war das gerade noch B. Nee, A wart. A, A, A. A, A, A. Weil, wo bist du schon wieder Dritter? Mhm. Wie weit von Larini weg? 4 Sekunden. Habt ihr es aber gegeben, oder? Letzte Runde war doch der Fahrfuß auch noch nicht so weit weg. Och. Och. Oh shit! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich glaube, ich hab die Handbremse oder irgendwas kurz aktiviert. Haben du jetzt nicht im Begrenzer durch die Gegend fährst? Oder es war der Begrenzer, es war so blau, viel Zeit verloren. Eieieie. Oder hat er einfach die Zündung ausgemacht? Das könnte auch sein. Also auf Start und Ziel war gerade nicht so geil. Hat meinem Abstand nicht gut getan. Okay, dann weiß ich zumindest, das ist nicht das Boxenstoppfenster-Menü. Ich arbeite mich langsam nach vorne. Bei mir geht's immer hin und her. Vor, zurück. Alle durchgeschaltet habe, halt erstmal die Fahrernamen, dann den Autos weggeschaltet. Jetzt habe ich sie wieder angeschaltet. Geil. Wir fahren auf der 7. Ui. Auf der 5 ist der Beißler. Der Michi. Vorne raucht oder sandet, sieht durch was aus. Deine Spuren im Rauch, die ich jetzt nicht brauche. Hab ich gestern versandet. Was heißt Versandung kostet 3,50 €? Jetzt ist der Weibo auf der 5. Versucht wieder an Michi vorbeizugehen. Das schafft er auch, genauso wie ich jetzt auf die 6 gehe. Du Sau. Was heißt auf die 17? Jake, ganz still. Ja, kann nur da vorne noch nicht absetzen. Oh, Beißler! Wieder weg da! Okay, jetzt hat er sich doch schon abgesetzt. Aber so vor 2 Runden hat der Vorsprung gerade mal 1 Sekunde betragen. Ja. Ich weiß! Vor 3 oder 4 waren es auch mal 1/10. Ich weiß! Fahrfuß macht deinen Fuß Platz!
Er gibt nicht nach, der Fahrfuß. Mach nie das Fahr auf, sonst gibt's keinen Fuß. Aber der Joker kommt auch immer besser ins Oschers Leben. Shit. Gott, die erste Kurve, das sieht nicht so lustig aus. Minuten und 30 Sekunden zu fahren. Oh, meine zweite Verwarnung gekriegt. Oh, Joker und Fahrfuß. Oh, Joker! Sorry. Ich kann dich leider nicht sehen von meiner Perspektive aus, von meiner Motorhaube. Oh Gott, oh Gott, ich dreh mich weg! Oh shit, Duffy. Ich auch. Oh. Was passiert? Ich weiß es nicht. Oh, fick. Ich hab mich nur. Ich hab mich weggedreht. Ich auch. Shit. Ohne Fremdeinwirkung. Ich glaub, wir haben uns berührt. Ja, echt? Oh, scheiße. Fuck, sorry. Sorry, ich glaube, das war ich. Ich hab nur gemerkt, dass ich irgendwie weggedriftet bin. Ich wusste nicht, ob meine Hinterräder daran irgendwie schuld waren. Oh, fuck. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Muss ich weiterfahren, Malvo. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich hab alles kaputt gemacht. Oh fuck it, jetzt hab ich. Ui, jetzt hab ich den Boomer abgeschossen. Oh fuck. Eieiei. Hallo Michi mal wieder, zum 10. Mal im Rennen. Oh, ich hab den Tiger weggelötet. Oh Gott, ich schieß. Oh Gott, ich schieß fast dem Menü ab, ey. Oh Gott, was mach ich denn hier? Hallo Michi mal wieder. Wir drehen uns wieder weg und machen jetzt Rambos hier. Oh, oh! Hast du einen Thielemanns entdeckt? Er ist auf der 7. Gerade auf der 9. Okay. Hui, hui, hui! Oh, da hat sich aber fast jemand in der Schikane weggeböllert, oder? Oh, ich bin da gerade durch die beiden Kurven, also auch durch die nächste, eher so im Drift durch. Die nächste nehme ich erstmal schön das Grün mit. Gilbert. Meine beste Runde in der 1.26.4.1.2. Ich habe mal 1.24.9. Der Weißler versucht wieder an die Valvo ranzukommen. Das könnte echt lustig werden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das mit dem Boxenstopp-Dings mache. Ich probiere gerade alles herum. Okay. Da ist es. Okay. Jetzt meine letzte Hoffnung. Oh, schön überholt, schön vorbeigegangen. Schön vorbeigelupft. Wenn es überhaupt lupfen ist. Weil bald öffnet sich das Boxenstoppfenster in 4 Runden. 13. bis Runde 31. Ach, jedes Mal. Das heißt, wir werden 44 Runden in etwa sehen. Ich habe 9 Sekunden Rückstand aufgerissen. Auf den 4. So wird's nicht besser. Das wird es, glaube ich, Prio. An die Prio. Kenny, wo bist du? Oh, die Gott. Letzte Kurve, wie ich's hasse. Oh Gott, Joker! Weit hinten.
Wir hast das geschafft, Joker. Ich hab kurz Zeit nicht, weil die Orientierung irgendwie verloren und hab. Ja. Beim Kurvenausgang ich nehme ich. Hab nicht so richtig eingelinkt, denn. Halbherzig. Ah, okay. Halbherzig. Ich will da nicht. Uiuiuiui. Falsche Kamera. Heckkamera? Wie kack. Nee. Wir wollen uns Stop-and-Go-Strafe. Fick dich. Wegen der ersten Kurve? Ja. Krass. Da wurde ich auch einmal verwarnt, was kompletter Bullshit war. Oh, Michi! Alter Beißler! Der Michi, der blickt sie ohne. Und wieder ein Rennen, wo ich Lehrgeld zahle. Danke. Wie viele Verwarnungen hattest du? Zwei. Okay. Also bei der dritten gibt's... Eve. Gibt's was. Also du bist da mega drüber geschossen und hast ja so viel rausgeholt, aber ich glaube mal nicht. Bin ich nicht. Boah, was fahre ich denn für eine Scheiße zusammen? Alter. Das geht ja echt auf keine Kuhhaut mehr. Wenn auch vorher nicht durchkomme. Ob da am Ende Punkte bei rauskommen. Die ersten 8, oder? Kriegen Punkte. Ja, da weg, Menü. Bin ich so sicher. So viel Fehler hier. Der Schlüpper Johnny auf der 17. Boomer habe ich auf die 16 geschossen, wie ich sehe. Oh, Weißler, oh Kacke. Wow, Weißler, man hätte. Man darf noch sehr lange Vollgas fahren eigentlich. Ich habe ein bisschen mal verschont und du hast ihn voll weggeknallt. Der fällt zurück, der Beißler. Das gibt Beef, das gibt Beef. Das gibt einen Kommentar, das sehe ich jetzt. Und das gibt eine Wiederholung im Analyse-Tool. Oh Gott, und ich drehe mich wieder weg. Das ist nicht meine Strecke. Ich komme zu sehr auf Gras und dann dreht mich halb weg. Also, Malbo, ich weiß nicht, ob du mich da vorhin wirklich berührt hast oder ob ich da irgendwie vielleicht aufs Gras gekommen bin und mich selber weggedreht habe. Müssen wir uns auch im Analyse-Tool nochmal anschauen. Gott, Menü, du weißt, was mit deinem Teamkollegen gerade passiert ist, also. Wenn die KI nicht wieder noch mit dem Boxenstopp das verhunzt. Verhunzt? Genau, verhunzt. Mal schauen, wie oft die reinkommen. Mir fehlt auf jeden Fall unten die Anzeige, wie viel ich noch im Tank habe. Das ist geil. Oh, oh. Oh Gott, ich hab die erste Kurve verschissen! Verschissen! Da fliegen die Funken! Es hat so gesandet unten rum. Da kommt der Michi wieder! Ist das ein gebrauchtes Rennen, ey? Oh, Beißler, sorry! Jeder darf mal! Ich bin noch in den Punkten hier, du willst. Gib mir mein Ypsilü. Jeder darf mal den Beißler fisten. Ey, ich krieg diese scheiß Kurve, ich krieg sie nie gebacken hier. Ich drifte fast immer eins aus. Also, das ist so schlimm. Was hab ich denn vorher alles für Tasten gedrückt in meiner Panik? Es war, glaube ich, 4-9 dabei. Und A. Die Taste, die sich gleich aus dem Kopf schleudert. Zwei ist gut, danke, Joke. Ich habe zwar auch einen Boxenfunk angefordert, aber zwei ist gut. So, wie war Boxenfunk wieder? A, oder? Alter Schwede. Genau, alter Schwede. Ah, oh Gott, ey. Also, Thielemanns auf der 5, den kriege ich momentan überhaupt nicht mehr. Tank ist noch halb voll. Das Glas ist halb voll, der Tank auch. 36 Liter, okay, ich hab wieder zu. Die Mike, doch, vernünftig. So. Das ist doch Wahnsinn. 3 Sekunden Rückstand auf Thielemanns. 1,6 Vorsprung auf Takin. Welcher Platz? 6. Nice. Aber die, ja.
ersten fünf, die sind ja schon sehr weit entfernt. So verteilt. Wenn da nicht noch einer ausfällt. Geil, ich habe jetzt auch noch meine Positionsanzeige weggeschaltet. Was mache ich denn heute? Ist das alles auf A oder 1? What the fuck? Ich kann euch nicht mal sagen, auf welchem Platz ich bin. Auf 9 warst du eben. Okay. Ah, stimmt. Ich sehe oben vorne das Menü, auf der 8 ist. Das hilft. Jawohl, so. Nächstes Stop and Go. Mhm. Der erste Sektor ist noch ganz okay für mich, aber dann Sektor 1. Oh Gott, jetzt zeigt auch die zweite Verwarnung. Scheiße. Aber wenn die in größeren Abständen ist, weiß ich nicht, wie es bei Kenny war, ob die direkt hintereinander kamen oder innerhalb von 11 Runden. Oh gut, das sind ja schon größere Abstände. Bei 3 Verwarnung. Okay, passt. Jetzt habe ich wieder alle Einstellungen. Einblendungen. Nice. Jetzt kann das Rennen ja wieder weitergehen. Oh Gott! Oh, das Leben. Wer hat sich die Strecke ausgesucht? Ich weiß es. Der führt. Mit 10 Sekunden Vorsprung auf Larini. Und wird bald überrundet. Ey, es ist so schlecht, was ich hier. Ich baue andere Flügeleinstellungen. Ich komme auf den Grad nicht mehr hinterher. Mal schauen, ob die ersten an die Box gehen vielleicht. Fenster ist jetzt 2 Runden offen. Mhm. Ja, bei mir noch eine Runde, aber danke. Funktioniert nur noch ein Licht bei mir, oh Gott! Ich sehe doch nichts. Oh, das war ein bisschen zu schnell. A little bit. Sektor 1. Oh. Oh. Beißler! Sei nett zu mir. Sein letzter Revival. Oh Gott, oh Gott. Jetzt gibt's ein lustiges Thumbnail. Ich hab da eins vorbereitet. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Das ist so eine Grütze hier, was ich fahre. Großer Grütz von Oschers Leben. Da fliegt mir ein Schlüpper weg hier, ey. Ich hoffe übrigens, dass man uns noch ganz gut hört, weil Skype regelt uns leider runter. Seit irgendeinem Update haben sie es scheinbar verschissen. Wir hoffen unser Bestes. Ansonsten bitten wir, das zu entschuldigen. Mhm. Aber zumindest bei mir seid ihr ja manchmal gewohnt, dass ich nicht zu hören bin oder... Beim Laden über... Na, das hat damit ja nichts zu tun, das ist ja durch die Aufnahme irgendwie. Wenn meine FPS-Zahl runterhält, der Ladebildschirm, keine Ahnung. Warum denn der Ton da mitmacht? Oh! Hoppala! Der denkt sich, juh, das Bild darf laden, da darf ich auch. Kenny, was ist? Wichs was weg und geh mal auf ein Bier. Achso, du trinkst keinen Alkohol. Er sagt nichts mal, nicht mehr was. Was darf los, ich, Kenny? Darf ich dich auf eine Limonade einladen?
Dazu sage ich gar nichts mehr. Schade. Halt die Fresse. Er wird gleich angesäuert. Die Limonade war zu sauer. Nee, da sage ich nichts zu. Ach, Thielemann, zu alte Schrippe. Bleib oh, doch dann. Mal stehen, ey. Hier, so. Ich fahre die letzte Kurve in so einer Linie an, dass ich nicht mehr angezeigt bekomme, dass da der rote Pfeil ist. Roter Pfeil. Ich verkacke gerade die erste Kurve am laufenden Band, ey. Keine Konzentration. Na, ich hab auch solche Angst davor, dass ich die zu weit außen anfahre. Zu weit außen? Naja, na, weil wenn ich sie innen anfahre, dann krieg ich meine dritte Strafe. Ich hab sie schon, die Strafe. Ach so. Ich bin kurz davor. Ich hab's nämlich leider zu krass geschnitten. Bei mir gab's nur eine Verwarnung und gleich die Strafe. Ei. Sektor 2. Darum habe ich ja Kenny gefragt, ob wir es wegschmeißen. Nee, nee, das wird schon zu Ende gefahren, aber es ist halt ein gebrauchtes Rennen leider. Wenn es die KI nicht verkackt. Oh, meine Reifen können doch noch was. Und es sieht Thielemann. So aus, als würde die KI dabei noch nicht reinkommen. Thielemanns macht gerade ziemlich langsam Eindruck hier vor mir. Auf eine halbe Sekunde war ich gerade mal dran, ne? Der Boxenstopp-Dings ist relativ weit hinten, Kenny, gell? Der Strich. Mhm. Oh ja, stimmt. Das geht auch schon wieder, ja, ne? Das wird auch lustig. Boah, Thielemanns, was los hier? Ist der so langsam jetzt auf einmal? Geht dir der Sprit aus? Hallo, Jake. Der überrundet schon. Mich schon zweimal. Bis auf eine halbe Sekunde schaffe ich es an Thielemanns mittlerweile ranzukommen, aber trotzdem reicht's nicht. Weißt du noch, in welcher Runde das war mit Beisler? Nicht, oder? Nein. 10 oder so? Gut möglich, auf jeden Fall wartet. Hoi, hoi, hoi. Nachdem wir beide weggerutscht sind? Ja, aber. Ja, stimmt. Dann haben wir Platz verloren. Thielemanns, 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 innen vorbei, aber er zieht mit, er zieht irgendwie mit, jetzt lässt er locker. Platz 5. Ja, auch schon irgendwelche knappen Sachen. Nein, oh Gott, scheiße, rutsch raus, fuck it, ach, und wieder 6. Jake, kenn ich schon irgendwelche Unfälle oder so, oder Zwischenfälle? Nee, es müssen alle noch da sein. Ey, meine Reifen sind im Arsch, meine Reifen sind im Arsch! Mann! Platz 7 und Takini geht jetzt auch vorbei und das ist. Ja, das ist Platz 8. Innerhalb von nicht mal. Oh Gott! Ist der Beisler in der Nähe, ne? Platz. Du doch auch, oder? Ah ne, du warst ja. Stop and go. Ja, stimmt. Mein vorderer Reifen scheint mächtig Fratze zu sein. Bei 49%, während die anderen bei 65, 73 und 75% sind. Vorne links? Ja. Vorne links 69%. Ist meiner auch am geficktesten. Aber nein, Volvo, der Joker. Nein, der Beißler ist nicht in der Nähe, der fährt auf Platz 16 mittlerweile. Oh.
guckt der denn mich hier an? Was ist denn da passiert? Und er wird bedrängt von Cordy Jenny. Cordy Alba. Cordy Alba. Von Alba Berlin. Ich glaub nicht, dass der hier mitfährt. Und den Tank, Mann. Er muss den Tank doch leer kriegen. Und die Reifen gehen aber nicht mehr mit. Der Tankmann. Ich bin der Tankmann, ich gehe in den Reifen ran. Boah, Jenny versucht's gegen Beißler und ist Beißler innen. Und ich muss mir das hier von hinten anschauen. Oh. Ich häng hier jetzt schon. Ja, komm, wichst euch direkt weg. Ja, Jenny vorbei. In Runde 22 haben wir Halbzeit circa. Oh, komm. Das klingt nach Adolf. Oh. Hier, rechts lang. Rechts. Und der Schlüpper auf der 15. Thielemann steht in der Boxeneinfahrt irgendwie fest. Könnte dann so werden wie ein Beißler sein Rennen, wo der eine der Boxen einfach stecken geblieben ist. Ja, und der zweite ist wahrscheinlich gerade hinten reingekracht. So, ach, ich will auch mal Thielemanns. Wir gehen jetzt nämlich in die Box. Ja, die kommen jetzt alle rein. Montero, Boomer, der Schlüpper. Und Thielemann steckt da fest. Oh, Montero ist aber gut vorbeigekommen. Okay. Dann und ist Boomer noch... und der Schlüpper auch. Ja, der Jack hat Zeit, das alles zu kommentieren. Oh Gott! Takini wird langsam. Der Joker hat Zeit, das zu kommentieren. Ja, wie Takini immer größer wird vor mir. Ja, sind sie alle in der Buchsen. Dass sie mir von seinem Heck fast reinfahren. Also Takini scheint ein Problem zu haben. Oh, hat der schöne Arsch. Der wird immer größer. Mann, ist Botox? Das ein breites Ding. Botox-Arsch. Jetzt sag doch mal Botox. Bumstox. Sektor 3. Immer noch. Weißt du, wie man einen Arzt nennt, der auf Ärsche spezialisiert ist? Der Botox. Botox. Archäologe ist auch nicht schlecht. Danke. Unser Gästprobe immer zu lang. Joker ist auf der 2. Oh Gott! Oh, oh, oh. Oh Gott, Joker ist auf der 2. Hä? Geht denn das? Nee, Larini auf der 2. Wollte doch sagen, der ist doch vor mir. Warum wird der als 3 angezeigt? Boxenfunk eingefangen von Valvoric. Oh, meine Reifen verschleißen. Ja, shit, fucking car. Scheiße, shit, shit. Oh, damn it. Ganz ruhig, Valvoric, ganz ruhig. Ja, fickt euch alle. Shit, fucking Thompson. Valvo, bleib ruhig. Oh, der ist so schnell. Scheiße. Mir fliegt doch gleich wie alt aus dem Haus raus. Mein Horoskop hat gesagt, es wird ein guter Tag. Scheiße, Horoskop. Meine letzte Runde, fahr ich auch in die Box. Dass so weiter geht, wechseln. Thielemann dürfte jetzt draußen sein. Neue Wechselgerüchte. Die Wichsel-Wachsel-Wuchsel-Gerüchte. Aus der Wichsel-Wachsel-Wuchsel-Gasse. Da dürften 4 insgesamt ausgeschieden sein. Ich bin gerade auf der 17.
Ja. So viel Andrang wieder war. Denk mal, Taki so langsam wieder unterwegs war. Das hat Uni geschafft, haben die Box. Ja, der ist eben reingefahren in der Runde vorher. Okay. Hauptsache nicht die Box sein, fuck. Oh shit, fucking car! My lord, you received a stop and go. Come in this lap. Oh shit, I got. Thielemann steht in der Box. Oh, die Box ist einfach etwas schnell genommen. Das ist egal. Strich kommt erst später. Da kommt der Jay. Der eigentlich? Ah, da kommt er. Hallo. Grüße. Da steht er hinter mir. Ja. Da wird es nicht lange dauern, bis er mich... Warum zitterst du so? Weiß das auch noch. Jetzt lasst mich doch schon. 31,5 Sekunden, Alter. Alter! Ich stehe in der Box verkehrt. Geil. Beißler auch draußen. Was dauert das denn so lang? 29 Sekunden für einen Tankstopp mit Reifenwechsel. Ich glaube, ich spinne. Boxenausfahrt, oje. Aus der Valvo. 10. Platsch. Ist das ein Shitrennen? Jetzt werde ich auf den letzten Platz zurückfallen. Ui. Hallo Kenny. Hi. Oh! Oh! Was mache ich denn hier? Oh Gott! Das war laut. Das war Fickern. So, mit neuen frischen Schlüppis. Seht ihr noch was? Schlüpper Johnny auf der 10, der Joker auf der 9. Volvo, was ist denn da bei dir los? Ich musste warten, bis du vorbei bist. Geil. Was? Okay. Bist du 14? Mhm. Okay. Und ich muss nochmal zum Stop and Go in die Box. Alter. Boah, das Rennen ist für'n Arsch. Da ist der Valvo. Oh Gott. Puh. Ui. Gut, dass du Bescheid gegeben hast. Das ist dann der Boomer, knallt mir einfach zweimal in die Kiste rein. Kann man machen. Ich will Autogramm, gib mir ein Autogramm, los. Oh, der Rini ist aber gut rangekommen durch die Boxenstops. Okay, jetzt geht der Shit mit dem Blue Flex wieder los, geil. Valvo auf 14 wird gejagt von Jenny auf 11. Wie viele sind denn bitte noch im Rennen? 15. Okay. Wird das meine beste Runde? Fragezeichen. Nein! Rufzeichen.
Ich jage Montero. Den letzten Punkteplatz. Das war zu spät. Boah. Oh. Das war zu spät. Ihr geilen Oschis und Oschas leben. Oh, nicht schon wieder die Kurve. Oh, ficken. Mann. Kacke, ey. Da verwickst der Joker. Grille zu. Hätte ich da einfach meine Bermuda-Stream schon gestartet vorher. seitdem wir uns B weggedreht haben. Mhm. Ist eigentlich bei dir. Oh, Kenny macht einen Ausritt. Vorsicht. Vorne ist Qualm. Qualmwurig. Hier könnte ihre Grille zirpen. Zirp. Grill. Hast du dir was getan an der Karre, Joker? Nee. Oh. Ich hab mich nur gedreht. Fahrfuß, du dumme Sau, du kriegst eh noch was zurück. Hat er doch schon. Ach, kann gar nicht genug kriegen. Du kannst von ihm gar nicht genug kriegen. Ach Jake, du bist so kindisch. Immer diese Geräusche. Immer diese jugendlichen Geräusche hier. Ja, achter Platz. Sekunden Rückstand auf den Siebtplatzierten. Da geht was. Also wenn ich keinen Fehler mehr mache. Hashtag, da geht was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Akrofahrstil. Wie geht's deiner Karre, Kenny? Ich fahr gerade in die Box. Oh je. Stop and go oder Karre reparieren? Karre reparieren. Hm. Hallo, Grüße, huhu.
Wo hat's dich zerdeppert? Keine Ahnung. In Oschers Leben. Cool. Wir haben so viel gemeinsam. Oh, ich bin auf dem Teil der Strecke. Shit. Gerade auf, die Streckenkarte geguckt und dachte, jetzt kommt der Rechtskurve. Oh Gott. Eine Runde Vorsprung, eine Runde Rückstand. Läuft. Larini war in der Box. Oh. Platz 7. Larini wird jetzt auf 10 geführt, das ist doch Quatsch. Jetzt auf 11. Jetzt auf 8, aha. Ja, muss ich immer erst einpendeln. Und der Jake ist hinter mir. Ah! Tielemans steht da noch an der Box. Der ist ausgeschieden, oder? Ja. Ja, einige. Unter anderem der Beißler auch. Echt? Okay. Aber wir waren nicht schuld daran. Möchte ich betonen. Das Fahrfuß zweiter. Wo ist eigentlich Jörg Müller? Wir haben ihm zwar ziemlich die Karre ramponiert, aber am Ausfall, glaube ich, waren wir da nicht schuld. Sag ich einfach mal so. Ich weiß es nicht. Sag ich mal so. Mein Bumser und mein Dreher. Ich bin nicht schuld, war. Platz 6, Müller. Ja, auf Platz 6. Holla, die Waldfee. Da hat er fast die erste Kurve verkackt. Oder er hat sie verkackt. Schreibt sie in die Kommentare. Was ist der nächste Grand Prix? Nochmal Deutschland? Ich weiß es nicht. Wow, fuck. Oder war das Österreich? Definitiv mal nicht Oschersleben. Nicht noch Schleife. Nicht Valencia. Nicht Valencia, nicht Nürburgring. Nicht Oschersleben. Und meine Hilfsstrecke ist auch ganz hinten, das weiß ich. So wie die Brasilien. Bei Müllers in der Box. Gib wohl lecker Milchreis. Geh vorbei, Jack, geh vorbei. Danke. Wir haben der eine Funk von Joker. Müller, der andere ist Müller. Mir egal. Das war nur die Rennleitung, die sich ganz kurz gemeldet hat. Verwechseln. Das klarzustellen. Vielen Dank an die Rennleitung. Wir schalten wieder zurück. Das fahrt ihr so für Rundenzeiten? 1,26, ja. Meine Beste ist eine 24,2. Und aktuell? Ich glaube, die letzte war irgendwas im 25er Bereich. Alter. Ja, der muss ja auch nicht mehr so pushen. Und jetzt bei 25,0, die letzte.
Wow. Danke für den Abschuss. Wer war's? Ivan Muller. Oh, das steht da. Ist mit in die Karre gefahren, ich bin in die Bande geflogen. Und weg. Aus. Danke dafür. Runde 30 bei Kenny, oder? Weiß ich nicht. Zwei Runden hinter dir müsste ich gewesen sein. Ausgefallen sind Tielemans, Portero, Prio, Beißer und Zanardi mit Benzin, Tarquini mit Getriebe und ich did not finish in Runde 28. Irgendwer war scheinbar in der Box. Also mein Vordermann auf Platz 13, wer auch immer das ist. Könnte tatsächlich Buller gewesen sein. Okay. Dann war Razzwema in der Box. War vorhin ja nämlich 5. oder 6. Oh, ficken. Blue Flag, ich steh im Gras, du Vollmeise. Chirpe, chirpe, Vollmeise. All together now. Achteinhalb Minuten. Da ist der Spaß rum. Schade, war so lustig. Uiuiui, Menü steht hier. Und dem raucht der Motor ab. Ja. Ui. Dritter Platz. Ja. Wie viel da? Dritter? Nice. Wo steht ein Menü? Jetzt ist er weg schon. Ausgang erste Kurve, bis jetzt zweite Kurve, wenn du so willst. Halt nach der, nach dem einmal. Okay. Rum da. Einmal um die Schnecke. Aber ist schon abgedingst worden. Alter. Fahrfuß, hallo! Du bist doch vorm Joker, oder? Ja, der ist Zweiter. Oh Gott, zu spät gebremst! Ich auch, aber das war Absicht. Mann, ich hab doch nur noch 4 Sekunden Vorsprung vor dem Viertplatzierten, ey. Wer ist denn der Viertplatzierte eigentlich? Kann ich dir sagen, wenn wir über Start und Ziel sind. Kann ich noch nicht erkennen. Larini ist es. Hier können wir nicht sagen, ja, weil ja, Jake eine Runde Vorsprung hat, oder? Da wird doch immer wieder alles resettet. Ja, stimmt, man sieht nur noch mich in Fahrfuß. Fahr doch mal langsamer, Mann. Ich habe mir gerade Mühe gegeben, dass Fahrfuß langsamer fährt, aber irgendwie ist der unbeeindruckt. Vor deinem Hinterteil. Ey, was fahr ich für eine Scheiße? Was fahr ich für eine Scheiße, ey? Das ist so schlecht gerade. Mann, ey.
Flag First Warning, du kannst gleich eine andere Flag haben. Wie viel Abstand hast du, Joker, auf Fahrfuß? Ich glaube 1 Minute 8 oder so. Echt krass. Ja, nee, ach nee, Quatsch, 30 Sekunden. Ja, war er mal an der Box vielleicht? Wie konnte denn der da noch bremsen, die dumme Sau? Da hat es gerade wieder jemanden rausgefickt. Wenn es Kine war, war ich nicht unschuldig. Kine ist doch schon raus. Kine. Ach so. Ja, der war es auch. Genne. Ja, der war das auch. Ist der raus? Nö. Aber der ist jetzt deutlich näher vor mir und Boomer als... Hallo, Valvo. Als, als Valvo. Als gerade eben. Nee, ich dachte erst, du stehst da, aber da war was Blaues, aber das war nur eine Wand. Und ich hab deinen halt, deinen Namen gesehen. Danke. Das wird echt Zeit, dass das Rennen zu Ende ist. Ja. 13. Das heißt, es ist wieder irgendwo ausgeschieden. Könnte dann vielleicht Chine gewesen sein? Nee, der fährt ja noch, der ist direkt vor mir. Und gar nicht so weit hinter dir. Menü mit Motorproblem. Okay, vielen Dank an die Rennleitung. Das hatten wir ja eben schon. Da muss noch jemand gewesen sein, danach noch. Nein. 1.26.3.9.2, ja. Ist aber keiner. Oder Valvo lag schon in mehrere Runden. Valvo lag eine Runde zurück, ja. Apropos, hallo Valvo. Valvo ist bei Runde 35, seiner Bude. Oh Gott! Ui! Oh. Runde 36 merken. Ja. In welcher Runde bist du? 39. Ja, okay, dann gehen sich mal keine 44 aus. Da Valvo Shit erzählt. Wie sehr selten. Ja, aber hätte von der Hälfte her noch gepasst. Also da waren wir irgendwie bei 21, 22. Stimmt. Aber so ein Boxenstopp reißt natürlich auch schon wieder ein bisschen was raus. Na gut, klar. Bei mir haben andere Autos was rausgerissen. Aus dem Auto. Oh, ich nehme das mal und das Auto, das könnte ich doch nicht gebrauchen. Ich gehe jetzt in Runde 40 und ich denke, ich muss danach noch eine. Boah, ist das die Playboy-Ausgabe, wo Susi Wolf nackt ist? Playboy. Und Toto? Ja, bei Flagge Sektor 1 schon. Ja, sehe ich auch so. Das ist mein Spruch. Trademark bei Kenny. Wie der Beißler ausgeschieden ist, müssen wir uns auch nochmal anschauen im Analyse-Tool. Ihr könnt ihre Räder beißeln. Njum. Guck mal, da ist ja auch der Fahrfuß, der hängt hinter Monteo. Der kommt da nicht vorbei. Uiuiui! Der Jake auch nicht. Aber Mike, auch nochmal ein Fehler? Oh, hallo ja. Jake. Hat dich der Fahrfuß weggenödelt? Nee, so, von dem war ich noch ein ganzes Stück entfernt. Den habe ich halt nur etwas weiterer Ferne gesehen. Nein, das war komplett eigenverschuldet. So ähnlich wie jetzt gerade, nur dass ich mich dann halt gedreht habe. Noch eine Runde.
Gott, oh Gott. Mach dir vorne denn da, ey. Oh. 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 Die reifen denn so runter? Nee, eigentlich nicht. Was mach ich denn hier? Eine Show für mich. Oh. Ja, sage mal. Sage mal. Dem sexy Heck, den Jake ärgern. Kuckuck. Ach, René, du bist das da hinten. Na, hab ich jetzt keinen Bock, dich durchzulassen. Hui! Na ja, komm, dann geh durch. Achso, war die erste Wagen. Ne, geht noch was. Ich guck nach hinten, kommt da quer durch die Botanik, der war wohl angesteuert. Nee. Glückwunsch, Jake! Gratuliere, Jake! Und bam! Hui, Glückwunsch, Joker! Dritter Platsch! GZ? Gü. Ah, noch ich beide. Doch, noch recht erfolgreich. 6 Pünktchen, juhu! Schlecht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid ihr bist du auch durch, Weiber? Mhm. War ja direkt hinter Jake. Geil. Hab mir so noch eine Runde erspart. Tja, die haben es alle wieder mit dem Benzin hier geschissen gekriegt. Okay, Fahrfuß hat keinen Abstand. Fahrt noch. Der fährt noch. Der klemmt im Vordermann. Moment, das wär's dann eigentlich du. Yeah. Ah, jetzt. 41 Runden gefahren. Also zumindest die ersten beiden. Jake gewinnt vor Fahrfuß und Joker auf der Filarini Tomst 5. Ivan Müller auf der 6, Jörg Müller auf der 7, Robert Huff auf der 8, Montero, Schlipper, Johnny, Ginny, Boomer und Valvorik auch durchgekommen. Jo, wenn man so sagen will. Die anderen haben alle das Ziel nicht erreicht. Das macht voll den Punktestand. Aber wir haben es endlich geschafft, das Rennen aufzunehmen und zwar voll, komplett, ohne Abbruch. Ja. Wo ist der Punktestand? Den kriegst du am Ende des Videos. Musst du drauf warten. Tut mir leid. Oh. Oh. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Aber ich kann nicht sagen, was wir als nächstes fahren. Und zwar Algarve. Fahren wir als nächstes. Oh, Mann. Geil. Was ist das? Hätte von mir Portugal sein können. Welches Land? Portugal. Kennt man das von... Irgendwie? Wir sind schon mal gefahren. Formel 1? Okay. Nee, da nicht. Das ist Estoril. Hm. War nicht so... Ja, ist auch nicht so meins. Also wieder auf Ausfälle hoffen. Na gut, also von mir aus war's das. Danke fürs Zuschauen. Genau, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss. Ja, wir haben endlich mal wieder ein Rennen aufgenommen. Hat sich... Yeah.